Howdy ho, willkommen zurück zu Tales of Celia 2. Wir müssen schon wieder unsere Schulden abarbeiten. Nachdem die Spirius-Typen. Mir fällt der Name gerade gar nicht von diesem Obby ein. Jedenfalls haben sie uns aufgesucht und haben halt gemeint, Julius wäre der. Upsi. This is terrible. Der Böse. Booker, she's crying. Go do something. Oh, how embarrassing. Hi there. I'm Miss Kitty Cat. I moved in here with 100 of my lovable cats. Oh, Gott. But I didn't quite land on my feet, as they say. Let's go back a sec. Did you say 100 cats? Why, yes. But during the move, they all got out of the bag. They've run off. Das würde ich What auch. What am I to do? I'm feline so helpless. I bet. Don't worry. It'll all be fine. Can I ask you for a favor? Would you perhaps help me find my babies? I'd be ever so grateful. Will they get along with Rolo? They're all very social. No need to be a fraidy cat. Mm-hmm. No. You gotta find them. I just can't live without them. Well, my room's on the first floor here. I'm just gonna take a little cat nap until you get back. Please stop by if you find any of my babies. And remember, if cat first you don't succeed, try again. I whisker you the best of luck. Oh, okay. Let's go meow. It rubs off on us. Yeah. Alter, und ich dachte, ich wäre schlimm mit meinen drei. Aber das ist einfach mal krank. Wenn du auf deinen Reisen eine entlaufene Katze findest, dann tu das einzig Richtige und fang sie ein. Hast du alle 100 eingefangen, passiert bestimmt etwas katastrophal. Oh Gott, tolles. Und weißt du was? Der Katzenkurier wurde freigeschaltet. Du kannst die Katzen, die du auf der ganzen Welt findest, mit dem Katzenkurier losschicken, um die Objekte zu suchen. Oh. Es gibt natürlich Objekte, die nur durch den Katzenkurier erhältlich sind. Also versuch es doch mal. Let's try to find the missing cats. That way Rolo will have more friends. Alter, seriously, soll ich dann mit 100 Katzen durchspielen? Das könnte schon eine sein. Du hast Carol gefangen. Oh, das ging einfach. Haben die jetzt echt alle Namen? Und wie kann ich Katzenkurier? Where to? What the fuck? Je mehr Katzen für dich arbeiten, desto besser sind deine Chancen, Objekte zu erhalten. Du kannst auch ein Reiseobjekt bereitstellen, um deine Chancen zu erhöhen. Und Orte, an denen du schon einmal eine Katze gefangen hast, werden registriert, wenn du Katzen an diesen Ort schickst. Der Katzenkurier bietet vielerlei Vorteile. So kannst du zum Beispiel Objekte erhalten, die du nirgendwo sonst bekommst, sowie neue Katzen für deine Truppe. Es gibt außerdem täglich Boni für jeden Tag der Woche. Daher ist es eine gute Idee, jeden Tag mit deinen Katzen zu spielen. Wer kommt denn auf sowas? Wer kommt denn auf sowas? Schweigler? Bye bye! Wow! Oh Gott! Und jetzt? Geht das Rollo weg? Was macht Rollo denn? Rollo! Was ist ihr Loser? Habt ihr es endlich geschafft? Macht euch lieber drauf gefasst, was jetzt kommt. Ich habe hier Proviant für euch, den mir der Boss gegeben hat. Ist in einem Sack dort drüben. Ja, in meinem Sack gern geschehen. Sorry. Aber ich muss den Typen einfach schwul machen. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Und Kieselstein extrahiert das Erdelement aus Element Erd. Ach du Schitte. Und Spirus klingt. Und Gummi ist er natürlich. Trank des Lebens. Schön. Danke, Typi. Auch wenn du so ein Scheiße bist. Aber was ist denn jetzt mit meiner Katze? Kommt die denn dann auch wieder? Ich habe Angst. Und was ist mit der, mit den anderen Katzen? Ich habe doch jetzt eine gefunden. Was mache ich denn? Muss ich die zurückbringen? Nein. Benutzt die Ausrüstung, die man euch gegeben hat und erledigt euren Job. Ich meine, ihr werdet niemals so gut sein wie ich, aber das wisst ihr sicher schon. Oh Gott, ey, fick dich doch.
Sorry, ich hasse ihn einfach. Ich hasse Ivor. Mrs. Meow und ich hab da... Ach du Fuck. Aber sorry, für 100 Katzen ist das noch bei Weitem nicht genug Platz. Also ich bitte euch, die armen Viecher. Ihr müsst mir helfen. Miau auf der Stelle. Dass alle meine Kätzchen wiederfinden, sind mir weggelaufen. Ja, aber ich habe doch jetzt schon eine gefunden. Ich dachte, die kann ich dir jetzt eventuell nicht geben. Doch nicht. Dann behalte ich die eben. Das ist einfach voll krank. 100 Katzen sammeln. Ja, ist okay. 100 Katzen. Oh mein Gott. Hier bin ich ein bisschen eifersüchtig. Für auch 100 Katzen. Ah, okay. Generell, was muss ich jetzt machen? Zahl einen Teil deiner Schulden. Aber wo ist denn hier die Auftrags... Na, ist die Höhenstraße. Ich muss ja nicht zur Höhenstraße. Ich muss ja... Ich müsste meine Auftragsbörse... Da ist die Auftragsbörse, ne? Yay! Du hast jetzt Zugriff auf Elite-Monster-Infos. Elite-Monster sind mächtige Bestien, die auf der ganzen Welt umherstreifen. Die Auftragsbörse wird dich für ihre Eliminierung großzügig entlohnen. Wenn du sie besiegst, kannst du sehr schnell sehr reich werden. Schreckenstachel-Skorbaktus. Oh, 6000 Gold. Ich habe ihn gesehen, ehrlich. Eine Riesenskorpione, die da leuchtete. Ich bin erledigt. Er wird mir einen Stachel des Todes versetzen. Den werde ich wahrscheinlich noch gar nicht tot kriegen, wa? Was haben wir denn? Ach, gar nichts, ja. Oh Gott, so viele. Ihr habt mir ja gesagt, ich soll ruhig mal eher die annehmen, die ich besiegen muss. Ich lese es auch nicht mal alles durch, ne? Das könnt ihr ja selber. Weil die anderen Sachen findet man dann eventuell hier. Sowas, die kann ich gleich abliefern. Die habe ich nämlich gleich. Objekt Ei habe ich auch gleich. Schön. Die muss ich auch besiegen. Okay. Da können wir nämlich schon einiges jetzt einfach... Oh, ich habe die Holzmarke bekommen. Einiges ist einfach schon mal... Auftrag annehmen, ja. Abgeben, da habe ich noch nichts, okay. Da habe ich einiges. Achso, nee, ich wollte den abgeben eigentlich, aber gut. Alter, Schiss. It's all here. Thanks for the payment. Alter, es gibt's doch nicht. Kaum hat man 7000, will die blöde Kuh mein Geld? You've been dropping such regular BMs lately. Oh, a BM is just biz top for bank monies. Keep up the payment pace. Gerne, blöde Kuh. Kann ich jetzt weiter? Darf ich, ja? Well, well. Looks like I can lift another one of those pesky travel restrictions. But only one. So, Marksburg or Heliobourg? Oh. What's it gonna be? Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Marksburg oder Heliobourg? Ich denke mal, wir gehen eher zu Balen, oder? Den kennen wir ja auch schon. You got it. But seriously, Heliobourg? That lab where they developed the new Spyrix stuff? Sounds like a drag to me, Lutz. But you always did have weird taste. Must be Julius's influence. Mm-hmm. By the way, just a teensy bit more, and I might be able to lift the other restriction too. Toodles! Yay! Schreibt mir aber mal... No luck. I can't get through to Balin's GHS. Ja, gut, dann... Your clothes sure smell nice. What's that smell from? Gehen wir dorthin gleich. Do they? I don't do anything special. It's probably just the fabric softener. Rrr, du riechst lecker, Dude. Komm mal her. Ich höre ja schon auf, ja. Sorry, manchmal geht es einfach mit mir durch. So, ich soll aber zu der Höhenstraße wieder, nach da, westliche Region am besten, okay? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es für euch okay ist, wenn ich diese... Auftragsbörse dann teilweise auch offscreen machen würde.
Also zumindest die Monster töten, Items sammeln, das ist ja eigentlich so wie Nebenquesten. Und wenn ich da genug Geld habe, dass wir dann einfach aktuell weitermachen, wisst ihr? Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Also wenn ich dann genug habe zum Zurückzahlen und so, dass wir dann weitermachen, weil... Ich meine, jetzt ging es schnell, jetzt ist egal, jetzt können wir das einmal durchziehen, ne? Jetzt muss ich nicht noch extra was machen. Ich habe zwar angenommen, aber ist ja egal. Also glaubst du, du hast das Kämpfen jetzt raus? Kampf ist... Ach so, das ist immer... Nein, das kenne ich doch schon alles. Gut, ich weiß nicht, wo geht's denn nach Helioborg? Darf ich da auch mit dem Zug... Wo war denn der Zug nochmal? I don't know. Willkommen, ich möchte euch erzählen, welche Materialien ihr in Schweigler findet. Wenn ihr zur Torbalan-Hohenstraße im Osten geht, findet ihr dort Holzstücke und Wildgrassamen. Durchquert ihr die Helioborg-Forschungsstation nach der Torbalan-Höhenstraße, dann gelangt ihr zu Rosal-Hohenstraße oder zu Talian-Kluft. Dort findet ihr Kupfererz und seltsame Fragmente. Also muss ich jetzt zur Torbalan-Straße und nicht zu... Oh Gott. Wer soll sich das denn merken? Ich habe gehört, dass Spyreed in naher Zukunft eine breitere Anwendung finden werden als die Spyrix. Aber was kann man mit Spyreeden überhaupt machen? Sie sind nicht so gut wie die Spyrix, oder? Aber töten wenigstens keine Geister. Yay, ich geschoben von meinen letzten 157 Gold. Ich bin so pleite. Was? Das ist mehr für die zwei? Das ist gar nicht mehr für die zwei. Nein, kann weg. Müll will ich nicht. Weiß ich noch nicht, ob ich den brauchen werde. Ihr habt ja gesagt, ich soll es besser nicht verkaufen. Damit ich noch schnell ableite werde. Aber eigentlich kann ich mal ein paar Gummis verkaufen. Die brauche ich gerade gar nicht alle. Nicht, dass es jetzt irgendwann... Scheiße. Hier, so viel Eisensand brauche ich doch gar nicht, mein Gott. 14 zumindest mal. Dass ich mir wenigstens einen Lamellenschutz kaufen kann. Dankeschön. Ja. Du musst leider noch ein bisschen... Oh, Waffen muss ich mir, glaube ich, jetzt gar nicht angucken. Ach stimmt, ich habe doch aber Waffen bekommen, ne? Von unserem kleinen... Hallo, ich bin der Alva. Haha. Gut. Wäre eigentlich was anderes passiert, hätte ich jetzt gesagt, nö, mache ich nicht. Ich bringe euch Julius nicht. Also müsste ich dann vor denen fliehen oder so. Das riesige Monster in der Höhenstraße. Angeblich sinkt seine Abwehrkraft erheblich, wenn man es niederzwingt. Aber selbst wenn das stimmen sollte, wie soll man es überhaupt zu Boden schmettern? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber das schafft ihr bestimmt, indem ihr auf den Kopf zielt. Angeblich ist das ein Schwachpunkt. Ja, den hole ich jetzt aber noch nicht. Irgendwann vielleicht. Tja, der Skorbaktus an der Höhenstraße. Der an der Höhenstraße lauern soll, angeblich ist ein Schwachpunkt der Kopf. Meinen Kopf angreift. Okay. Aber den will ich jetzt ja noch gar nicht umbringen. Habt ihr von der ESS Pelun gehört? Das ist ein Schiff der gleichen Baureihe wie der tragische Luxusliner ESS Sinetra. Der gehört jetzt der Spyrius AG. Der von der ESS... ja, okay. Der alte liebte Pelun. Aber wenn er einmal anfängt, über sich zu reden, dann kann er nicht mehr aufhören. Stimmt es, dass man keine Häselchen mehr kaufen kann, aber ich will unbedingt eins haben. Wenn ich keins habe, werden mich alle auslachen. Was sind Häselchen? Ich habe gehört, die sind überall ausverkauft. Ich hätte nie gedacht, dass sie so beliebt sind. Also gut, lass mich das machen. Keines meiner Kinder wird uns zum Gespött gemacht. Was für Häselchen. Wisst ihr, was die Äxte des Clowns gerne vernichten dürfen? Aubergine, ich hasse Aubergine. Ich weiß, dass sie nicht einfach alle Gemüsefarmen da draußen vernichten können, aber man darf ja wohl noch träumen. Kosten der Schäden, die an der Oscar-Anlage entstanden sind, sind ganz schön hoch. Sind schon hoch genug, aber die Kosten des Wiederaufbaus werden astronomisch hoch sein. Okay, ich bin da mal weg. Na, ihr labert zu viel. Die Burg war vor einem Jahr noch eine Militäreinrichtung. Jetzt ist es ein Spyreeden-Forschungszentrum. Ihr wollt wissen, wie man dorthin kommt? Geht einfach die Torbalan-Höhenstraße entlang, die direkt hier vorbeiführt. Ja, I don't know. Ich denke jetzt mal nicht, dass wir mit dem Zug dorthin kommen, oder? Und ich will Elvie endlich haben. Ich will mein Elvin. Wann kriege ich Elvin?
Heuflammkiri. Aber ein sexy Typi. Wahrscheinlich habe ich die einfach mal voll übersehen. Oh Gott. Oh Gott, dann hol ich. So, ups, was? Wir kriegen schon Elven? Ups, wusste ich gar nicht. Aber wo? Bislang ist es ja noch alles recht linear, außer dass ich halt Helioborg statt Markusberg. Aber Markusberg sagt mir gar nichts. Ist da Markus Zuckerberg? ich hab mich so schlimm, oder? Und jetzt hat es doch funktioniert. Okay. Let's ja, Bromance, you know. With my fists and your blades. Yes. Kommt euch bitte nicht so nah. Dankeschön. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Bromance. Kitty. Was? Kittys was? Kittys Crisp? Was haben die Entwickler bitte geschluckt, dass sie auf solche Ideen kommen? I don't know. Ach ja, und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie das mit den Aliumkugeln ist. Ich weiß jetzt zwar mittlerweile, wie sie funktionieren. Aber es ist echt so, dass die Skills immer wieder kommen. Und weil das ist irgendwie blöd, wenn ich jetzt, wisst ihr, Brise habe ich jetzt auch, hä? Wo habe ich denn das jetzt hinbekommen? Ach so. Die können auch nicht das gleiche benutzen. Brise, Beweglichkeit. Nehme ich das vielleicht mal, oder? Dass wir mal was anderes haben. Kieselstein, Cerberusschlag, Morgenlicht, Leuchten, KP. Okay, mal was anderes probieren. Deine Katze ist zurückgekehrt. Au! Meets, meets. Hey, not bad. Kartoffel, Möhre, Ex Machina, Whisky. Ja, klar, die Katze bringt erstmal Whisky ran. Alter, ist klar. Alter, die Katze schafft erstmal den Whisky ran. So, die Karte machen wir jetzt leer, ne? Dann wisst ihr das schon. Dann können wir gleich ein bisschen leveln und die Sachen hier einsammeln. Und eventuell schon mal ein paar Sachen für die nächste Quest bekommen. Nothing can stop us. Shut up, yay. I'm getting stronger. Was? Jetzt überlege ich natürlich nur. Jetzt habe ich so viele Quests angenommen. Mist. War vielleicht gar nicht so klug, jetzt einfach weiterzugehen, wa? Lass mich in Ruhe. Strike them. Look out. Do a conquest. So, nur mal so viel dazu. Ja, ich weiß nicht, weil das war jetzt ja für die Höhenstraße alles. Und jetzt sind wir irgendwie ganz woanders hingegangen. Nicht, dass ich jetzt die Quests nicht mehr abgeben kann, beziehungsweise keine neuen mehr annehmen kann. Ah, das, wo ich gerade so pleite bin und das Geld bräuchte. Oh, hier liegt aber viel Glitzer rum. Ach, da geht's nach. Okay. Da gehe ich noch nicht hin. Ich muss mich ja hier, guck mal, wie viel hier noch glitzert und funkelt und Säcke und oh. Muss man alles haben. Ja. Alter, diese Pornomusik andauern. I don't know, was sich die Macher damit gedacht haben. Wie ging das eigentlich? Achso, kann ich das eigentlich auch nach vorne machen? Ich vergesse immer, L1 zu drücken. Weil L1 war für mich sonst immer, wie gesagt, eine extra eine Tasse für mehr Artes, die man da hinten machen kann. Lass mich an, da war eine Kiste! Boah, mein Gott, alle drei zusammen. Danke, sexy TV. Ja, ich mag Dude. Mach die Blume miau. Ich hoffe,
hoffe jetzt nicht, das wäre irgendwie voll creepy. Lass mich doch mal in Ruhe. Boah, wie viele sind denn das hier? Ah, Bären, die brauchen. Autsch. Danke. Wir werden es ihnen zeigen und wie wir es ihnen zeigen. Von hinten. Nothing can stop us. Ja, macht eure Bromans woanders. Jo, Anti-Aoi hier. Ich hasse sowas, wenn man... Leute, ich habe nichts gegen Schwule, ne? Oder Lesben. Aber ich hasse es, wenn die Leute irgendwelche Pairings machen von ihren Lieblingscharakters, ob jetzt schwul, lesbisch, whatever. Und es regt mich so fucking auf. Leute, wenn die nicht schwul sind, dann macht sie doch nicht, dann macht keine Zwangsschwuchteln aus ihnen. Das ist so, das regt mich voll auf, sowas. Das muss doch nicht sein. Das musste mal gesagt werden. So, gehen wir nach Helioborg? Wir gehen nach Helioborg. Ich hoffe, das ist Helioborg da. Nein, das ist immer noch eine Straße. Nimm die Torbellan-Höhenstraße zur Helio. Okay, wir gehen aber richtig. Gut. Ich wollte schon sagen. Hey, you did it! I guess you're not too bad. Dankeschön. Auftrag kann als... Ah, okay. Das machen wir dann, wenn wir wieder... zurück im Trigger sind. Was bist du denn für ein Schwein? Ein wilder, wilder Keller. Hm, ja. So. Das geht echt alles nur recht leicht, ne? Wir hier noch voll easy peasy rumrennen, paar Sachen einsammeln, paar Typis umbringen, boah, paar Säcke nehmen. Wie gesagt, ich werde sicher auch nochmal offscreen leveln und wenn das für euch halt in Ordnung ist und die Aufträge dann teilweise auch offscreen machen. Einfach damit wir halt... Lass mich umgucken, Typi. Damit wir die halt immer wegkriegen, in irgendeinem Stil. Die Aufträge. Come and get it. From Luger, not me. Weil du ja auch nichts machst. Du sitzt ja nur in der Ecke. Ab jetzt lass Alter. Keep it up. Hör auf mit Jude zu flirten, der ist vergeben. This is nothing. Sticheleien, hierfür gehört ihr eingestrichen. Okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Combo ist. Und sie haben was gelernt. Yay! Boah, das blinkelt so viel. Wie viel Zeug hat man im ersten Teil auch nicht gefunden? Überall irgendwie was. Oh ja, erstmal alles hier einsammeln in Ruhe. Wir haben jetzt Zeit. Oh, da ist wieder ein Loch zum Reinkrabbeln. Kitty Crisps. Verarsche? Hallo? Kiste, please? Das war jetzt ja gemein. Apfel. Dann gehe ich halt. So, ne, jetzt will ich nicht mehr. Link Charge! Dual Conquest! Nein, das krieg ich noch hin, das krieg ich noch hin. Link Charge! Mist. Nothing can st- You got it. Now I have the strength. Yes. Nochmal ganz kurz die Alium-Kugeln angucken. Aber die Azurschneide haben wir doch schon gelernt. Oder bin ich jetzt blöd? Ah, well.
Wird schon passen. Ah, wir haben neue bekommen, aber jetzt nicht unbedingt. Doch, das reicht noch. Das reicht noch. Okay. Doch. Da ist Helioburg. Schaffen wir das in dem Paar? Oh ja, eigentlich nicht mehr, ne? Eigentlich not. Eigentlich sind wir schon der Part ist um. Ein Stück Holz. Was man hier immer teilweise für Müll einfach mal findet. Was sie aber auch einfach mitnehmen. Oh, da liegt Holz. Das nehme ich mit. Okay, she's mine. Oh, come on. Conserve your strength. Hiya. So. Let's be sure to keep this up. Und noch mehr Stiele, die wir einfach mitnehmen. Of course we can. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Ich will nicht. Der Part ist doch schon längst oben. Aber es leuchtet überall. Es leuchtet einfach überall. Raussaugen, bis I, bist du ein Vampir? I'll help. Link charge! Yay. Komm schon, Girl. Too easy. So, ich wollte doch nur das Glitzerwitze haben. Oh, noch ein Auftrag fertig. Schön. Kriegen wir hier alles ganz. Da ist ein Loch. Das habe ich gar nicht gesehen. Ganz einfach. Wow, hin! Leute, lass das doch mal. Oh, sexy TV. We got this. Sag mal. Du Arschi, Typi. I'll help. Danke. So, jetzt lass mich durch das Loch krabbelwabbeln. Gibt's hier was? Oh, hier gibt's eine Kiste. Stiefel. Kann ich mit denen irgendwas anfangen? Ich habe schon Stiefel. Au. Da ist Heliob. Oh. Ich meine, mich auch dunkel daran erinnern zu können. I think so. Lass mich in Ruhe. Gut, aber ich würde sagen, reingehen wir dann erst im nächsten Part, weil wir haben schon die 30 Minuten voll. Eigentlich mache ich immer 20 Minuten Parts. Ich speichere da vorne nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir, oh mein Gott, das nächste Mal nach Helioburg. Ich erinnere mich noch dran, das war diese große, große Festung, ne? Ja. Mhm. Das wusste ich auch, bevor ich sie gesehen habe. Just by the way. Okay, bis zum nächsten Mal bei Tales of Zelia 2. Ciao.